Collectacons. Oh, jetzt ist das Teil weg. Tutu. Ach, das sind die, die wir bereits fotografiert hatten. Och, süß. Na denn. Fußgängerzone. Langsam wird das ja richtig heftig mit den Perlen. Das hört ja gar nicht mehr auf. Sagen wir kaufen noch ein bisschen was. Identifizierung. Okay. Du kennst das Iris-Netzwerk? Ihr Typen leistet fantastische Arbeit und deshalb verkaufe ich euch meine Perle. Viel Glück. Oh yeah. Ups. Ja, und noch ein paar Büchsen Carbops, dann reicht das auch. Dann haben wir genug für den Krieg. Hylianna steht auf! Hillis ist in Gefahr. Wir könnten jetzt eigentlich theoretisch hier durch. Okay. Check! So, Alpha-Abteilung Lagerhaus. Gleich eine extrem harte Mission. Ich weiß nicht mehr, wohin das führt. Nino hat mir davon erzählt. Das geheime Lager der Alphas. Bisschen übertrieben bewacht ist das, sehen wir auch gleich. Wir müssen natürlich alleine hin, weil... Ich bewege mich nicht von der Stelle. Seien Sie vorsichtig. Alles klar. Hast du dir nur eingebildet, Alphalein? Nur eingebildet. Kuckuck. Tiere oder sowas? Ach, natürlich habe ich mal wieder keine Karte. Naja. Jetzt müssen wir aufpassen. Ziemlich gut aufpassen sogar. Hui. Du hast nichts gesehen. Oh, verdammte Scheiße. Lass das sein. Falscher Alarm. Under the hand. Weiter. Und go!
Ah, geschafft. Eine Perle bis jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele es hier gibt. Wenn das der Auftrag ist, dann gibt es ganz viele. Wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, das ist das, weil das gleich voll die geile Cutscene hat. Ein paar Einheiten hier sammeln. Jawoll! Zwei weitere Einheiten. Oh yeah! Langsam wird's ja heftig mit den Perlen. Ich meine, zwei weitere Perlen. Einheiten? Ich habe Einheiten gesagt, oder? Habe ich Einheiten gesagt? Ich glaube, ich habe Einheiten gesagt. 22 Perlen schon. Echt hart. So. Oh ja, fuck, das ist die Cutscene, alles klar. Ah. Verdammt. Ah. Autsch. Verdammt, so gut. Wow. Autsch. Lasst mich. Verdammt. Ich glaube, das ist, obwohl, ne, das ist das doch nicht. Das ist sind Sie doch okay? Nicht. Ich dachte, ja, das wäre aber das. Wir hauen besser ab, bevor Sie merken, was ich mir gerade von Ihnen geborgt habe. Oh yeah. Zwischen wir ab. Fußgängerzone. Ich dachte, das wäre die eine geile Katze ziehen. Egal. Ja, dann müsste die eigentlich irgendwann noch kommen. Okay. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zurück zum Leuchtturm und gucken, wie es den ganzen Kindern und so geht. Hauptkanal. Bevor wir uns wieder sofort auf so große Mission machen. Und zum Miss Jade, ein Fischer gab mir eine Perle, die er in einer Höhle fand. Ich biete sie zum Verkauf an. Interessiert, kommen Sie vorbei. Jetzt wissen wir auch mal, wie sich Ming Zu anhört. La 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 la. La 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 la. Helis 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 Ladevorgang. Helis 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 Ladevorgang. Gehen wir mal zu unseren alten Kollegen hier, die Mamagus. Mamagu Werkstatt. Ladevorgang. Und es kommt rein, Freunde! Willkommen! Geil, danke! Jo, Frau Superreporterin! Was geht, Alter? Was kaufen wir denn heute von euch? Ich würde ja lieben gerne wir das haben da kaufen, aber... Flugstabilisatoren mehr, Jade! Ein Domsmeteor hat das Lager zerbröselt! Scheiße! Egal, kaufen aber wir das Sprung. Kein Problem! Ich habe schon welche bestellt! Ich schick dir eine E-Mail, wenn sie hier sind. Alles klar. Fett, Alter. Ja, dann bauen wir das Teil ein, ey. Könnte ich voll gebrauchen. Muy bien. Alles klar. Oh, und diese Musik. Ich würde sagen, wir kaufen noch ein paar Teile hier. Konto-Identifizierung. Ist das eigentlich? Okay. Ein Mega-Impulser erhöht die Energieanzeige des Schiffes um einen Schlüssel. Eine ein SOD-Set stellt die Energie des Fahrzeugs komplett wieder.
Ja, ich glaube, so ein SUD, das einen Punkt mehr drauf gibt, werde ich später holen. Hier gibt es auch noch eins. Nice. Hi Babuka, wie geht's? Hi Jay! Nicht allzu gut, ihr habt den Bericht in der letzten Iris-Ausgabe gelesen. Die Alpha-Abteilung hat uns die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Sie sind es, die die Hylianer entführt haben. Sagst du glauben? Ja, ich habe sie dabei beobachtet. Es ist entsetzlich. Hä? Du? Sicher in ihrer Schale ist die Perle ein Sklave der Strömung. Du kennst die geheime Losung für... Du? Sei vorsichtig, Jade. Kein Problem, Digga. Hi, Isam. Yo, Jade, du bist immer willkommen. Babuka, Hall und Isam, Mamagus Werkstatt. Kann ich ein bisschen bei euch einkaufen? Klar kannst du, Jade, bedien dich. Aber nicht vergessen, unsere Mama akzeptiert ausschließlich Perlen. Sicher in ihrer Schale ist Perle ein Sklave der Strömung. Weißt du das denn nicht, Jade? Nichts geht über Perlen. Das hat sogar die Alpha-Abteilung begriffen. Sie sammeln sie in ihren sogenannten geschützten Bezirken. Aber Hillies besitzt immer noch eine Menge Ressourcen. In jeder Höhle ist mindestens eine Perle verborgen. Alles klar. Ja. Bis später, meine Freunde. Heide, Lam, Sam. Alles klar. Wir haben ja jetzt so einen Sprunggedöns. Deswegen können wir springen. Und ich hätte jetzt eher erwartet, dass wieder ein Angriff ist. Aber okay, anscheinend ja nicht. Egal, also jetzt kann uns das Ding jetzt da gar nichts. Denn wir können jetzt einfach, boom, rüberjumpen. Und ich sehe da hinten gerade, was zum... Noch einmal vielen Dank. Jojojo. Noch ein Bild, dann haben wir wieder eine Perle mehr. Wuss, ich habe da gerade was gesehen. Was Heftiges. Na, kommst du wieder hoch? Schöner, fetter Wal. WTF ist das? Egal. Oh yeah. Was? Du hast es gefunden? Dabei war ich mir sicher, dass die Geschichte nur Anglerlatein war. Kannst du mal sehen. Okay, ne? Dieser Film ist voll. Gut, ich überweise eine Perle, Jade. Und ich werde den Film neu laden. Cool Story, Bro. Ja, was haben wir denn schon? Hier fehlt uns noch eine. Noch nicht gefunden. Es fehlen uns noch ganz schön viele. Ja, da oben habe ich aber noch was fliegen sehen. Nein, nicht das Teil. Da oben, obwohl, okay, ist nur so ein Teil gewesen. Okay. Ob es da noch irgendwas gibt? Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen da hinten hin. Was ist denn das da? Ist das irgendwie verbuggt oder so? Lol. Sie verlassen die territorialen Gewässer. Letzte Warnung. Oh, komm, lecker. Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem... Das sieht doch ein bisschen aus wie ein Cover oder so. Lololol, was haben die da gemacht? Auch nicht schlecht. Naja, was passiert, wenn man zu weit rausfährt? Es kommen so eine kleinen scheiß nervigen Dinger, die einen dann voll abknallen. Bis man zurückfährt. Sie betreten eine gefährliche Zone. Fick dich. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Ich kann das überhaupt nicht leiden, diese Musik und so. Das ist voll die behinderte Atmosphäre. Sie verlassen die territorialen... Ja, ist doch gut. Letzte Warnung. Hör auf zu reden, ich mag deine Stimme auch nicht. Plünderers Höhle 4. Schon bei 4. Egal, gehen wir hin. Vorsicht!
Ich gebe ihn Schelle, Mann.